Jetzt geht es die Dilferstraßen auf. Und der Sonne entgegen. So, jetzt sind wir auf der Geraden über die Panzerwiesen drüber. Ich fahre Richtung Isar runter. Ab auf die Frettmanninger Heiden. Das ist jetzt ein Naturschutzgebiet. Wir auch die Panzerwiesen schon seit längerer Zeit. Ist vielleicht auch noch gar nicht so schlecht. Und das ist jetzt ganz schön holprig da. Also da vorne ist jetzt die Allianz Arena, das Windrädel da oben und da sind da diese Panzergruben, da sind sie früher mit den Panzer durchgerauscht und das ist jetzt alles Naturschutzgebiet. Die Frettmanninger Heiden, die ist ja lang als Bundeswehrübungsgelände genutzt worden. Also, da haben sie mit den Panzer, sind sie mit den Panzer rumgefahren und darum heißt die andere Seite von der über Dingerstädter drüber, die heißt, dann hat dann immer Panzerwiesen geheißen. Jetzt heißt sie eigentlich Nordheide. Aber bei uns ist halt die Panzerwiesen immer noch präsent. Haben wir da. Jetzt komme ich zur U-Bahn-Station. Kieferngarten, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben wir einen. Das ist das Heidehaus. Das haben sie gebaut. Das ist so eine Art Informationszentrum für die Frettmanninger Heiden. Da hat tatsächlich halt auf. Ich suche mir jetzt ein Platz und da habe ich jetzt auch schon eins gefunden. Ein schönes Platz, genau. Da wo ich Brotzeit machen kann, weil ich habe jetzt Hunger. Und das ist jetzt gerade recht da. Da werden wir jetzt pflanzen und was essen. Die Datteln, die passen richtig gut zu den Nüssen. Sind aber pappsüß. Macht nichts. Die radeln die wieder runter, die Kalorien.
da haben wir jetzt unsere Allianz Arena. Da spielt unser FC Bayern. Meistens am Samstag. Und da oben ist das alte Windradl. Und da ist die Kläranlage. Freimanner Kläranlage. Und hinter der Allianz Arena sieht man das neue Windradl rausschauen. Kommen wir jetzt zu dem Windradl, könnt ihr jetzt nachfahren. War ich schon ein paar Mal drum. Vielleicht fahre ich auch auf, muss ich mal schauen. Da sind wir jetzt bei der Moschee. Beziehungsweise das islamische Zentrum München. Ist auch ein, also rechts weg. Jawohl, nur kommen wir runter zur Isar. Da geht es jetzt ein bisschen runter. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen da. Aha. Okay. Da bleiben wir jetzt erst einmal hier unten. Schauen wir uns einmal die Lage an. Man muss das ja alles erkunden. Das ist scheinbar ein Zufluss zur Isar, weil der Bach reicht in Richtung Isar. Könnte man vorstellen, dass der eventuell aus der Kläranlage rauskommt. Vielleicht ist es eine Abzweigung von der Kläranlage. Kann möglich sein. Und dann soll es da dann heißen, dass der das Wasser. Naja, das heißt eigentlich gar nichts. Das heißt, dass das Wasser eigentlich sauber ist, wenn es von der Kläranlage rauskommt. Schaut auch sauber aus. Klar. Ein bisschen grünlich. Schaut irgendwie nicht verschmutzt aus. Müssen wir mal rüber drauf. Ja, rüber tut es jetzt nicht gut. Tatsächlich riecht es jetzt. Schön. Ja, ist wie wenn es eben aus der Kläranlage kommt. So ein bisschen Restduft von einem Abwasser hat es noch. Ja, wird dann schon so sein. Da am Ufer sprießen jetzt schon die Schneegleckerl. Da haben wir ein ganz schönes Büschel. Schauen wir. Ich habe mir jetzt gerade da gedacht, da wären. Da vorne ist ein Biberpfad, war mir aber nicht ganz sicher. Aber jetzt, wie ich den Stamm da sehe, bin ich mir sicher. Weil der ist eindeutig von einem Biber abgenagt worden. Und das ist auch noch ziemlich frisch. Weil da ist noch die Nagelstelle ist noch ziemlich weiß und noch nicht verwittert, also ist noch nicht so lange her. Da geht es jetzt rüber über Isar, also Brücken, und die geht dann rüber zum Föhringer See. Genau, da könnt ihr jetzt auch noch hinfahren.
aber glaube ich drinnen so ganz gern. Das ist ein schöner Stein und da ist er. Haben wir da? Das ist der Unterföhringer See. Der Poschinger Weiher hat er früher geheißen. Ja, der ist direkt neben der Isar praktisch. Das ist ein schöner See. Der normale Weg war jetzt gewesen, über den Aumeister wieder zurückfahren. Aber ich habe eigentlich keine Lust, weil die Strecke fahre ich so oft. Darum fahre ich jetzt auf der anderen Seite von der Isar wieder zurück bis Freimann und fahre dann über Freimann wieder heim. So habe ich es zumindest vor. Es kann natürlich auch sein, dass es anders kommt. Das weiß man nicht.